dann sagt er hier noch etwas ganz Interessantes. Er sagt hier, dass die Schlacht von Tabuk sich in einem Punkt unterschieden hat von den anderen Zügen des Propheten. Und zwar sagt er hier, normalerweise hat der Prophet erst im letzten Moment gesagt, wo es hingeht. Das hat natürlich einen taktischen Grund gehabt, damit sich keine Nachrichten verbreiten, damit nicht irgendjemand was rausgibt und die Feinde, die sozusagen zu denen er sich hinbewegen möchte, davon mitbekommen. Bei der Ghazwat Tabuk hat er aber schon rechtzeitig Bescheid gesagt, wo es hingeht. Und das aus dem Grund, wie Ka'b ibn Malik hier beschreibt, er sagt, zum einen war der Weg sehr weit weg. Wisst ihr, wo Tabuk liegt? Tabuk ist heute in Saudi-Arabien. Hier, unter Jordanien. Direkt unter Jordanien. Und wo ist die Stadt Medina? Die ist irgendwo hier. Müsste hier irgendwo sein. Meshi? Das heißt, wir sehen, das ist die Entfernung ist sehr weit. Und er sagt auch hier, dass die Feinde andere Feinde waren. Das waren nicht die Araber. Das waren nicht die Feinde hier waren nicht die Araber. Es war eine ganz andere Dimension. Der Kampf hatte eine ganz andere Dimension, weil die Feinde waren die Römer unter anderem. Tabuk war unter der Herrschaft Roms. Das ist ja Jordanien, Syrien, Palästina und so weiter. Das war ja alles es war sozusagen Herrschaftsgebiet der Römer. Und die Römer waren eine ganz andere Klasse. Sie waren ein organisiertes Volk mit einem Heer, einem einheitlichen Heer. Die Araber waren nicht so. Die Araber waren vereinzelte Stämme. Jeder Stamm hat seine kleine Truppe gehabt. Das heißt, es war eine ganz andere Dimension und Klasse. Und da dem Prophet das bewusst war, dass die Reise dorthin enorm anstrengend ist, ebenfalls der Feind ist ein ganz neuer Feind. Deswegen hat er den Leuten schon von Anfang an sozusagen die Sache verdeutlicht und klargestellt, wo es hingeht, damit sie sich entsprechend vorbereiten und nicht auf einmal spontan mit einer Situation konfrontiert sehen, die sie nicht bewältigen können. Also was er damit hier einfach sagen möchte, ist, dass es damals noch keinen Divan gab. Was heißt Divan? Das ist später eingeführt worden in der Zeit von Umar. Er hat sowas wie einen Divan geführt, darin waren die offiziellen Söldner sozusagen festgehalten. Ja, die in einer Art Militärdienst waren. Zur Zeit des Propheten gab es sowas nicht. Wer mitkommen wollte, ist mitgegangen, wer nicht mitkommen wollte, ist nicht mitgegangen. Und er sagt hier, warum erwähnt er das? Er möchte sagen, dass die Anzahl derer, die mit dem Propheten rausgegangen sind, so hoch war, dass ein Überblick nicht möglich war. Und wer sich verstecken wollte, wer zurückbleiben wollte, konnte es tun, ohne bemerkt zu werden. Das erwähnt er unter anderem, um zu zeigen, welche Gründe der ein oder andere hatte, zurückzubleiben. Oder weil er darin möglicherweise er sah darin eine Möglichkeit, unentdeckt zu bleiben. Auch er selbst hatte darüber nachgedacht, einen Moment lang, dass er vielleicht unentdeckt bleibt. Noch eine kleine Sache. Warum ist der Prophet Richtung Tabuk gegangen? Warum hat er diese weite Strecke auf sich genommen und diesen noch unbekannten Feind sozusagen eine Auseinandersetzung mit ihm in Kauf genommen? Das war eigentlich auch, die Schlacht von Tabuk kann man als einen Präventionskrieg bezeichnen. Denn dem Propheten ist zu Ohren gekommen, dass die Römer dort unter der Führung von Herakl
sich auf einen Kampf mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorbereitet hatten. Sie hatten sich darauf vorbereitet, er wollte ihnen sozusagen zuvorkommen. Na.